Hallöchen, hier ist Christella. Und warum ich mich jetzt hier nochmal zurückmelde, es ist nicht Episode 14, es ist eine Osterepisode. Und ja, ist zwar nicht Ostern, aber ne, egal. Und die machen wir jetzt. Und bei mir ist ein Besuch. Stell dich mal vor. Hallo. Wer bist du? Ich bin die Noemi. Ja, ist eine Freundin von mir, die ist über das Wochenende bei mir. Und kann ich jetzt dann nicht hier so allein sitzen lassen, wenn ich aufnehme, deswegen macht die mit. Und wir ziehen jetzt mal diesen Ring an. Kann ich den nicht an einen Finger Einen stecken? Daumen. Daumen? Ja. Ich muss einmal bestätigen drücken, glaube ich. Ja, das reicht schon. Heute treffe ich Iris. Wir wollen ein bisschen im Wald spazieren gehen. Ich glaube, wir machen das so, dass wir dann gleich irgendwie abwechselnd Rollen lesen oder so. Wir treffen uns am Wald in der Nähe der Schule. Oh, ich sollte mich beeilen, wenn ich nicht zu spät kommen möchte. Iris ist nett, aber vielleicht nicht besonders geduldig. Ich habe schnell den Bus genommen. Iris ist noch nicht da. Ich hoffe, sie kommt bald. Ich mache so lange eine kleine Runde. Der Wald ist vom Orientierungslauf, oder? Yep, das ist Ja. der. Eindeutig. Der hat blöde Erinnerungen. Oh, da vorne hat sich etwas bewegt. Das ist doch ein weißes Kaninchen. Wie süß. Komm her, mein Kleiner. Ich tu dir nichts. Oh nein, lauf doch nicht weg. Es hat sich hinter einem Baum versteckt. Hinter einem Busch. Ich bin näher an den Busch herangegangen, um zu sehen, ob das Kaninchen noch da ist. Kleines Kaninchen, komm raus. Aber es scheint schon wieder weg zu sein. Schade. Aber was habe ich denn erwartet? Wilde Kaninchen lassen sich nicht einfach fangen. Ich pflücke lieber ein paar Brombeeren von dem Busch da. Ich probiere mal eine oder zwei. Die sehen wirklich lecker aus. Bin jetzt gleich tot. Ja. Oder Muss ich hier besoffen. irgendwas Oder anklicken, oder? so. Also ist das scheißegal, was ich mache, ne? Weil keine Punkteverschwendung. Ja, stimmt. Ich bin plötzlich so müde. Seit ich Brombeeren gegessen habe, fühle ich mich irgendwie schläfrig. Ich sag doch, die wird stoned davon. Ja. Und Iris taucht auch nicht auf. Ich bin näher zum Gebüsch gegangen, um nachzusehen, ob vielleicht irgendetwas mit dem Bär nicht stimmt. Aber es sind ganz gewöhnliche wilde Brombeeren. Vielleicht habe ich einfach nicht genug geschlafen. Meine Augen fallen mir zu. Schon fast im Halbschlaf sehe ich, wie mich aus dem Gebüsch heraus die Augen des weißen Kaninchens ansehen. Als ich wieder aufwache, ist plötzlich alles um mich herum verwandelt. Wo bin ich hier? Oh, das sieht alles so schön Ja, das aus. sieht wirklich schön aus. So. Das ist so ein helles Grün, das ist voll friedlich. Warte mal, wie hieß das gerade? Hieß das irgendwas mit Bonbons? Keine Ahnung. Hier ist der große Busch voller Bonbons. Tatsache! Oh, lecker. Was zur Hölle? Und ich hoffe an dem Baum Schokolade, oder was ist denn? Ich wusste gar nicht, dass es solche Pflanzen gibt. Och, nee, wirklich. Also, wir haben die auch im Garten. Aber daneben ist noch der Baum mit dem Geld. Der verdeckt den irgendwie. Ja. Ist klar. Da ist ein Baum mit Äpfeln aus Schokolade. Ah, lecker. Die Büsche sind voller Bonbons und man sieht so weit, sieht sie so weit das Auge reicht. Das erinnert mich an Kirmes gerade eben, wo wir ziehen. Zwar keinen Schokoapfel gegessen, aber oh mein Gott, ist das ein Schokosee? Oh, baden will. Alter, ja, echt, ey. Sind eben so Schokomonner und Schokoerdbeeren gegessen. Und ich habe eine große Zuckerwatte gegessen. War das lecker. Geht. Ich stehe nicht so auf Zuckerwatte. Echt Die ist doch. schon? Guck mal, man reißt was ab und dann isst man das und dann ist das direkt weg. Ich habe da immer das Ja. Verlangen zu beißen, aber das geht nicht. Und man saugt sich ziemlich bei voll. Ja. Hier war es, wo ich aufgewacht bin. Wenn ich dem Weg folge, komme ich wieder zum großen Busch voller Bonbons. Wow, you don't say? Wo bin ich hier gelandet? Alles ist hier irgendwie so anders und ich weiß nicht, wie ich wieder nach Hause komme. Da unten ist jemand. Entschuldigen Sie, mein Herr? Okay. Okay, Soll ich sie Feedback. vorlesen? Ja, du bist jetzt der. Erstmal. Wenn er die Ohren nicht hätte, sähe er gut aus, oder? Das sieht so aus, die Ohren sehen so aus, wie ein Schokoharz, wo man reinbeißen könnte. Ja, und der hat Kochlöffel oder sowas dabei, ne? Also Okay. ich finde ihn nicht schlecht. Okay, du musst jetzt Hallo sagen. Hallo. Gut gemacht, gut gemacht. Hallo, sind das wohl echte Ohren oder nur eine Verkleidung? Schokolade. Du hast ja gar keine Ohren. Wie komisch. Das sollte ja wohl eher ich sagen. Ah, ich verstehe. Du kommst von der anderen Seite. Da, wohin wir unsere Schokolade bringen, stimmt's? Da, wohin ihr eure Schokolade bringt? Wovon redest du? Ach so, das wusstest du nicht? Jedes Jahr zu Ostern ist es unsere Schokolade, die an die Kinder verteilt. Warte. Die an die Kinder verteilt wird. Achso, okay. Meine ist die beste. Ja. Du musst wissen, ich bin ein besonders guter Schokoladenhersteller.
Schon viele haben versucht, mein Geheimnis herauszufinden. Du bist also Schokoladenhersteller? Genau. Ich heiße Charlie. Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja, ja. Das ist überhaupt keine Anspielung. Merk dir den Namen gut. Du hörst ihn hier in der Gegend bestimmt noch öfter. Und du bist? Ich bin Grossilla. Ich bin Schülerin. Freut mich, Grossilla. Soll ich dir vielleicht helfen, wieder nach Hause zu kommen? Du wirkst ein bisschen verloren. Okay, jetzt haben wir die erste Auswahl. Ja, bitte. Oh, jetzt schon. Ich würde gerne noch ein bisschen bleiben. Nach Hause? Ja, nach Hause ist so... Nee, ne? Bin ich auch. Oh, ihr steigt. Okay. Los. Das Ganze macht dich neugierig, oder? Kein Problem. Vielleicht kannst du mir sogar helfen. Wobei, dabei deine Schokolade zu machen? Ja, in gewisser Weise. Als du hier aufgetaucht bist, war ich gerade dabei, meine Hühner zu suchen. Ich brauche sie, um meine Schokolade herzustellen. Herstellen zu können? Achso, herstellen zu können. Und sie sind weggelaufen. Oder? Oder aber es hat sie jemand gestohlen. Wie viele sind es denn? Nur zwei. Mehr brauche ich nicht. Sie legen viele Eier. Hilfst du mir? Ja, natürlich. Ich möchte jetzt wirklich lieber zurück nach Hause, wenn ich dir helfen kann. Ja, natürlich, oder? Ja, klar. Alles klar. Da, du. Ach ja. Ach, ganz toll macht sie das. Ich bin geborene Let's Playerin. Ich sollte auch anfangen. Richtig toll. Danke. Ich werde auch nach ihnen suchen. Aber ich glaube, sie kommen eher zu dir. Dich kennen sie nicht. Wenn sie mich sehen, wissen sie, dass ich sie in ihr Gehege sperren werde. Ach, die Armen. Besser doch nicht die finden. Wow, das war ja schwierig. Gegenstand Tack wurde zu deinem... Was ist ein Tack? Das Huhn heißt Tack. So hieß das? Wahrscheinlich. Ja, wir checken die einfach in unser... Tick, ist klar. Wir stecken die einfach in unser Inventar, ne? Gut, ich habe die zwei Hühner von Charlie wiedergefunden. Ich habe erwartet, dass die Hühner genauso komisch werden wie hier, wie alles hier. Aber sie sehen ganz normal aus. Ich frage mich, wie sie Schokoladeneier legen können. Ja, einfach Schokolade, dann, ja. Eigentlich ist es vielleicht gar keine Schokolade, sondern nur ihr... Deswegen muss ich gerade auch so ein bisschen... Und hast du sie schon alle gefangen, Grossilla? Ja, du hattest recht. Als sie mich gesehen haben, sind sie nicht weggelaufen. Super. Aber sie sehen ein bisschen hungrig aus. Komisch. Sie finden ja eigentlich überall Futter. Ja, mit Bonbonsbäumen ist das keine... Ja. Ach ja? Ich habe hier nirgendwo Körner gesehen. Meine Hühner fressen keine Körner. Ich fütter sie mit Schokolade. Und davon gibt's sie ja genug, wie du... Hä? Das ist irgendwie unlogisch, oder? Warum? Der kriegt ja die Schokolade von den Hühnern, oder? Stimmt, der ja. Schokolade. Vermehren die sich irgendwie ganz komisch, oder? ja. Ja, das stimmt. Hühner die Schokolade fressen? Hühner die Schokolade legen? Ja, das geht dann in einem Rutsch durch. Das ist ja gar nichts gemacht. Ne? Nee, da kommen Aromastoffe hinzu oder so. Ja. Okay, du. Ich habe mich gefragt, ob sie vielleicht krank sind. Kannst du mir vielleicht ein paar Äpfel aus dunkler Schokolade holen? Das ist das beste Mittel. Du findest sie an Bäumen. Es gibt welche hier ganz in der Nähe. Dunkle Schokolade? Okay. Ja, ich habe nicht erwartet, dass du mich auch dass du mir auch dieses Mal helfen würdest. Danke. Nicht zu danken. Das ist doch normal, wenn du Hilfe brauchst. Ich habe ja keine andere Wahl. Klingt nichts zu danken nicht auch irgendwie fies? Nimm mal B. B. Okay. Es gibt leider nicht viele, die so denken wie du. Komm schnell wieder. Der sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Nathaniel in braunhaarig. Nathaniel und Kenton. Gemischt. Ja, so ein bisschen. Die haben nein. Nein, ich hab nichts gesagt. Da ist der Baum mit den Äpfeln aus dunkler Schokolade. Mist, an den unteren Ästen hängen keine Äpfel und ich bin zu klein, um an die höheren Äste zu kommen. Ich muss irgendetwas finden, um die Äste zu mir herunterzubiegen. Das war einfach hier einfach so durchlaufen und Sachen finden, ne? Okay, aber ich finde gerade irgendwie... Eigentlich so, wenn man so keine APs hat, dann merkt man irgendwie so, wie das eigentlich so voll stumpf einfach ist, so, ne? Ja, und man braucht sich keine Sorgen machen, das ist irgendwie... Ja.
man genießt es mehr, aber es ist viel schneller rum. Ich weiß aber nichts. Wovon, wie komme ich denn jetzt daran? Wir brauchen irgendwie eine Leiter oder so? Na, hier ist nichts. Ja, such doch mal den Typen, vielleicht hat der einen. Ja, es gibt nur diese drei Orte. Aha. Ein Stock. Ich habe einen Stock da gefunden, hier, falls ihr den auch gesucht habt. Okay. Ich meine, hier sind ja sonst nirgendwo Stöcke, der war nur da ja. Erhältlich. Limited Edition hier. Ich habe mit Hilfe des Stocks einen an der Äste zu mir runtergebogen. Perfekt, ich habe einen Apfel. Jetzt muss ich ihn nur noch zu Charlie bringen. Okay. Ich habe welche gefunden. Ich hoffe, sie mögen sie. Super. Boah, warum hat der immer so lange Zeit? Ja, habe ich auch gedacht. Super, keine Sorge. Sie lieben Schokolade. Es gibt nur eine Sache, die sie noch lieber mögen. Und das sind die normalen Körner, mit denen Hühnern sonst gefüttert werden. Aber da ich ihnen sowas nie gebe, gibt's auch kein Problem. Ich habe mich gebückt, um zu beobachten, wie die Hühner die Schokolade fressen. Das sieht man schließlich nicht jeden Tag und nicht alle Tage. Aber sie haben die Schokolade nicht angerührt. Dabei habe ich sie doch extra geholt. Das sieht voll süß aus irgendwie. Nee, irgendwie sieht das ja, voll... Ja, irgendwie süß und krank gleichzeitig. Ja, das sieht so aus. Ja, okay. Als wäre da aus einer Anstalt entflohen. Naja. Das kann doch nicht wahr sein. Sie haben doch etwa nicht... Sie haben doch nicht etwa... Sie haben vielleicht noch keinen Hunger? Doch, sie sind ganz ausgehungert. Glaub mir, das sehe ich sofort. Ich habe dir ja eben gesagt, dass sie Körner noch lieber mögen als Schokolade. Und wie es aussieht, hat ihnen jemand welche gegeben. Dann gib ihnen doch einfach auch welche. Nein! Wenn ich möchte, dass meine Hühner Schokoladeneier legen, darf ich sie auch nur mit Schokolade füttern. Sie dürfen keine Körner fressen, weil sie sonst Eier wie alle anderen Hühner legen. Und was machen wir da? Wir müssen herausfinden, wer das getan hat. Und dann gibt es ein Donnerwetter. Und diese zwei kleinen Mistkerle werden dafür bezahlen. Diese zwei kleinen Mistkerle? Du weißt, wer das war? Mein Bruder. Meine Brüder. Meine Brüder. Ich bin sicher, sie waren es. Du hast Brüder? Ja, zwei jüngere Brüder. Und sie stellen auch beide Schokolade her. Ich bin mir sicher, sie haben das getan, damit ich keine Schokolade machen kann. Ich muss sie finden und mit ihnen reden. Soll ich mitkommen? Erinnert mich irgendwie an Amber und so. Also, weißt du? So. Ja, genau. Wenn ich dorthin gehe, tue ich vielleicht etwas Gesetzwidriges. Willst du sie etwa umbringen? Nein, ich würde ihnen die Ohren langziehen und niemand... Wegen Hasenohren, lange Ohren. Das habe ich nicht verstanden. Das ist... Da ist ja wohl jemand zuvor gekommen. Und Entschuldigung, wie ist weiter? Und niemand darf hier den... Okay. Und niemand darf hier den... Yes. Und niemand darf hier den anderen an den Ohren ziehen. Sie sind zu empfindlich. So. Ach so, okay. Ich hatte schon Angst. Kannst du wieder lesen? Nein. Ach, Mann. Kannst du für mich mit ihnen sprechen? Damit wird die Sache in aller Ruhe, damit wir die Sache in aller Ruhe klären können. Okay, ich gehe hin. Danke. Danke. Dann werde ich mal die beiden kleinen Brüder suchen gehen. Das habe ich hinbekommen. Ach du Scheiße. Okay, der hat Ach so, doch. Boah, ich habe die Hasenohren gar nicht gesehen. Und der hat einen Küken auf dem Kopf. Boah, der sieht irgendwie wie so ein Emo-Hase aus. Ja. Hallo, ich bin Crossilla. Du musst der kleine Bruder von Charlie sein. Keine Sorge, Kleiner, ich fress dich schon nicht. Besonders Gespräche bist du ja nicht. Das ist ja so Kasti-like und man muss das da nehmen oder so. Mhm. Oder ich fress dich nicht? Nein, ich glaube, das ist wieder doof. Er sagt immer noch nichts. Kannst du vielleicht nicht sprechen? Du könntest wenigstens antworten, wenn ich mit dir rede. Ich muss weiter. Willst du das lesen? Willst du ihn lesen? Ich habe einfach keine Lust, mit dir zu reden. Wie süß. Denkst du, der redet so? Keine Ahnung. Egal. Sehr nett, danke. Ich habe auch keine Lust, nett zu sein. Kannst du mir vielleicht wenigstens sagen, wie du heißt? Lilly. Ich bin der beste Schokoladenhersteller der Gegend. Ich glaube, das denken hier so einige. Ja. Ich dachte, der Beste wäre dein Bruder. Wenn ich dir sage,
Wenn ich sage, dass ich 20 Jahre alt bin, glaubst du mir? Meinst du das ernst? Sicher nicht. Du bist höchstens 7. Mach A. Okay. Ich glaube, bei dem müssen wir nicht hochkommen. Ja. Natürlich nicht, du Schlaumeier. Ich bin 7. No. Ich wollte damit nur sagen, dass nicht alle immer die Wahrheit sagen. Ich wette, wenn wir gesagt hätten, ich wette, du bist 7, dann würde er sagen, hey, ich bin aber... Ja. Mhm. Hätte aber doch sein können. Hier schieße ich nicht so ganz normal. Ich mache jedenfalls bessere Schokolade als Charlie. Ich habe keine Ahnung, wem ich glauben soll. Ich glaube, alle sind gleich. Oh, übrigens. Dieser Idiot. Gerade... Steht gerade hinter dir. Achso. Steht gerade hinter dir, ja. Charlie ist mir gefolgt. Ich habe mich umgedreht, um nachzusehen. Da war niemand. Das hast du toll gemacht. Was redest du für einen Müll? Was... Da war weg. Mann, bist du leicht abzulenken. Das ist genauso wie, ey, guck mal, deine Ablenkung. Huch, er ist weg. Nicht bis klar. Ich bin auf einen 7-jährigen Hasen reingefallen. Yes, you are very schlau und so. Das ist er wieder, ne? Da bist du ja wieder. Warum bist du einfach verschwunden? Oh, er weint. Kein Grund, mich so anzugucken. Schrei mich nicht an. Oh, Mist, ich habe ihn zum Weinen gebracht. Ich wette, das ist bloß eine Taktik. Entschuldige, ich wollte dich nicht anschreien. Du bist gemein. Aber nein, ich war nur nicht besonders rücksichtsvoll. Kann ich irgendwas tun, um es wieder gut zu machen? Ja. Was möchtest du denn? Mach dich vom Acker. Das war so klar, Mann. Was? Er läuft schon wieder weg. Der ist irgendwie cool. Ja, der... Was für ein kleines Biest. Der hat so getan, als würde er heulen, damit ich ihn in Ruhe lasse. Der tanzt uns voll auf der Nase herum. Ja. Beim nächsten Mal kommst du mir nicht so leicht davon, Willi. Willi will's wissen. Willi will's wissen. Jetzt gleich Copyright. Ja. Diesmal entwischt du mir nicht. Das war doch nur ein Scherz. Das war nicht lustig. Doch, ich fand es witzig. Du läufst nicht gerade schnell, obwohl du längere Beine hast als ich. Du bist ja auch genau in dem Moment losgelaufen, als ich gar nicht damit gerechnet habe. Bei dem Vorspringen, den du hattest, ist es doch klar, dass ich dich nicht gleich einhole. Wenn du willst, versuchen wir es gleich nochmal. Nein, ich wollte dich nur was fragen. Warst du das, der von den Hühnern, der den Hühnern von Charlie Körner zu fressen gegeben hat? Nein, warum sollte ich? Weil du ein richtig kleiner Giftzwerg bist. Du. Charlie leidet wohl an Verfolgungswahn. Ich hab nichts gemacht. Okay, wenn du es nicht warst, dann muss es dein anderer Bruder gewesen sein. Ich muss gehen. Wenn du noch ein Wettrennen machen möchtest, dann jetzt oder nie. Danke, ich verzichte. Bis später. Dann nicht. Okay, mal gucken, wie der andere aussieht. Okay, hier. Aber der ist niedlicher als der andere. Der ist irgendwie sexy. Ja, ne? Ist das vielleicht ein Mädchen? Der kennt schon unseren... Oder die, weiß was ich, kennt schon unseren Namen. Der kennt schon unseren Namen. Dann sag du mal. Hallo, Grusilla. Kennen wir uns? Nein, aber Willi hat mir gesagt, dass ihn so ein komisches Mädchen nervt. Und du bist die einzige komische Sache hier in der Gegend. Ja, ich bin komisch. Hm, ja. Hm, und wir sind vor allem eine Sache. Du hättest ruhig sagen können, das ist das einzige Mädchen. Und du bist? Ich bin Wanky, Schokoladenei-Hersteller, genau wie meine Brüder. Stand gar nicht Ei, wo ist das Ei immer her? Keine Ahnung, ich füge das einfach immer dazu. Schön, dich kennenzulernen. Ich wollte dich fragen, ob du das warst, der Charlies Hühnern Körnern gegeben hat. Glaubst du wirklich, dass ich es dir sagen würde, wenn ich es gewesen wäre? Wie auch noch dabei steht, das kann man ihn doch gar nicht ernst nehmen. Ja, echt so. Wenn du ein ehrlicher Mensch bist, dann ja. Weil jemand, der seine Arbeit seines Bruders manipuliert, ein ehrlicher Mensch ist? Wollte ich gerade sagen. Mhm. Er regt mich auf mit seinem hämischen Grinsen. Super cool. Mhm. Aber dass du ja offensichtlich noch an Wunder glaubst. Ich habe meinem Bruder noch nie etwas getan. Okay, danke. Also suchen wir jetzt weiter, oder was? Okay. Ich war gemein. Entschuldige. Achso, okay. Ich war gemein. Entschuldige. Du versuchst ja nur, meinem Bruder zu helfen. Ich hätte mich nicht so lustig machen sollen. Und wegen der Person, die Charlie diesen Ärger eingebrockt hat. Kein Problem, wenigstens siehst du es ein.
Hast du das echt geglaubt? Das war doch nicht ernst gemeint, Kleines. Och, so ein Penner. Oh, Mann, die verarschen uns ja alle. Ja. Nur der eine Charlie ist nett. Ja. Er erinnert mich an eine gewisse Blondine aus meiner Schule. Hast du vorhin einen richtigen Vergleich gezogen? Ja. Und, hast du sie getroffen? Ja, sie sind sehr nett. Ja, sie sind wirklich zwei kleine Mistkerle. Ja, du hast, kannst vom Glück sagen, dass sie noch leben. Nee. Weil aber der wollte sie auch doch auch umbringen. Der hat ja selber gesagt, Mistkerle und so. Wenn man, ja, aber ja, der hat doch selber gesagt, der wollte die umbringen. Ich bin für B. Ich bin für C. Ich bestimme. Ha! Es steigt. Wenn es wäre bestimmt noch mehr gestiegen, nein, bei B. Nein. So, ihr probiert das aus und sagt, ob es da gestiegen wäre oder nicht. Oh, nee. Du, hier. Lach mal nicht so viel. Ich muss lachen. Professionell. Guck, da steht haha. Ich muss. Ja. Ach so. Na schon. Ja. Da haben wir ja wohl was gemeinsam. Ich träume manchmal auch davon, meine Brüder wären nicht da. Was du nicht sagst. Sie haben also nichts zugegeben. Ich hatte gehofft. Nein, gar nichts. Und Willi hat sogar behauptet, er sei der beste Schokoladenhersteller der Gegend. Wieder gucken. Ja, ne? Der hat Glück, dass er so schnell laufen kann. Ah, ich bin also nicht die Einzige, die er damit auf die Palme gebracht hat. Es gibt da vielleicht eine Möglichkeit, sie zum Sprechen zu bringen und sicher zu gehen, dass sie dir die Wahrheit sagen. Ach ja? Wanky und Willy spielen gerne ein Spielchen. Wenn sie zusammen sind. Der eine sagt immer die Wahrheit und der andere lügt immer. Das, warte mal. Realistair. Ja. Das erinnert mich voll an Realistair. Ja, das hat doch dieser... Falls ihr das nicht kennt, das ist ein Novel. Travis, ne? Ja, das genau. Travis hat uns das gestellt. Und dann Shiro hat das gelöst. Genau, Shiro hieß der, wusste ich gar nicht mehr. Deine Brüder haben aber komische Spiele. Dieses Spiel kann uns aber nützlich sein. Wir müssen nur herausfinden, welcher die Wahrheit sagt und welcher lügt. Und ihnen die richtigen Fragen zu stellen. So bringen wir... Vielleicht Klarheit in das Ganze. Aber dazu müssen wir beide gleichzeitig treffen. Ich kümmere mich darum. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich es anstellen soll, aber es dürfte nicht so schwierig sein. Und die beiden scheinen unter einer Decke zu stecken. Ich denke auch mal darüber nach, wenn dir nichts einfällt. Komm einfach nochmal wieder. Okay. Vielleicht habe ich ja einen Geistesblitz. Okay. Was nützt es uns überhaupt, wenn wir die dran kriegen? Weil, ich meine, dadurch werden die Hühner jetzt auch nicht wieder Schokolade legen oder so, ne? Ja. Mist, der ist allein. Warum guckst du mich so an? Nur so. Ich warte mal ein bisschen. Vielleicht treffen sie sich ja von allein, ohne dass ich etwas machen muss. Ich glaube, ich spreche die jedes Mal anders. Ist egal. Du machst dasselbe Gesicht wie ich, wenn ich einen miesen Streich plane. Was heckst du gerade aus? Dasselbe Gesicht wie er? Das wäre ja schrecklich. Der ist doch gar nicht so hässlich. Ja, ne? Und, hast du es geschafft? Nein, noch nicht. Ich suche auch immer noch nach einer Idee, sie zusammenzubringen. Wir schaffen das schon. Ich hoffe es. Ich wette, es klappt nicht einfach so. Ja. Wanky ist nicht bei ihm. Schade. Wow. Was? Du warst ganz in Gedanken. Das hat mich echt überrascht. Na und? Ich hatte nicht gedacht, dass du in der Lage bist nachzudenken. Was für eine Überraschung. Eben hast du ihn süßer gesprochen. Ich werde ihn zur Schnecke machen. Ah, ja, ach so, ja, wo der traurig war, ne? Ich kann traurige Leute auch viel... Nee, auch allgemein hast du ihn so hier gesprochen. Okay, ich versuch's. Mist, er ist immer noch allein. Ich muss sie also irgendwie zusammenbringen. Wenn du wenigstens nett wärst, hätte ich das als Kompliment empfunden. Aber so wie du darauf bestehst... Gefällt mir das Ganze nicht. Möchtest du vielleicht nicht mitkommen? Nicht vielleicht mitkommen? Nee, im Leben. Das ist eine eindeutige Ansage. Vielleicht habe ich bei Willi mehr Glück. Nein heißt nein. Bitte, ich möchte nur mit dir und Willi reden. Du hast nicht zufällig mit Charlie geredet? Nein, überhaupt nicht. Okay, dann muss ich mir wohl etwas anderes ausdenken. Oh ja, die ist so gut im Lügen. Willst du nicht mitkommen? Ich versuche dir nochmal so süß zu sprechen. Mhm. Wenn du es schaffst, mich einzuholen, vielleicht. Genau, so ist gut. Ich werde dir bestimmt nicht zum Spaß hinterherrennen, wenn ich am Ende vielleicht gar nichts davon habe. Dann vergiss es. Ich wäre sowieso nicht mitgekommen. Mist, keiner von beiden will mitkommen.
Ich muss also eine andere Lösung finden. Oh, stell dir noch einfach ein Bein und schnür ihn zusammen. Ja. Da bist du ja. Ich habe eine Idee. Super, ich habe nämlich langsam die Nase voll. Was soll ich da sagen? Ich muss die beiden das ganze Jahr aushalten. Du Hammer. Also, hier ist der Plan. Ich habe noch eine unserer Lieblingsleckereien aufgehoben. Für besondere Gelegenheiten. Das hier ist wohl eine. Eure Lieblingsleckereien? Ja, eine Karotte. Eine riesige Karotte. Ich gebe sie dir. Sag ihnen, sie bekommen sie nur, wenn sie dir folgen. Scheint, als gäbe es hier nicht viel Gesundes im Lande. Deswegen. Ja, echt. Das ist eine gute Idee. Ich hoffe, es funktioniert. Es gibt keine größeren Naschkatzen als Willy und Wenki. Naschkatzen als Willy und Wenki. Glaub mir, die gehen bestimmt in die Falle. Okay. Also, was muss ich jetzt nochmal machen? Ich hab nicht aufgepasst. Was versteckst du da hinter deinem Rücken? Das hier. Ich zeig ihm die Karotte. Ist sie für mich? Nur, wenn du mitkommst. Du bist gemein. Du zeigst mir eine Karotte und lässt mich glauben, dass sie ein Geschenk für mich ist. Und da muss ich etwas tun, um sie zu bekommen. Du solltest dich schämen. Hör auf, so zu tun, als würdest du heulen. Nochmal falle ich nicht drauf rein. Da gibt's allerdings ein Problem. Ach ja, was denn? Ich will diese Karotte haben und ich habe keine Lust mitzukommen. Siehst du jetzt, wo der Haken ist? Du hast die Wahl, aber es wäre schade um den Leckerbissen, findest du nicht? Oh ja, du hast recht. Deshalb werde ich jetzt auch die Karotte nehmen und mich vom Acker machen. Ich glaube, du hast meine Bedingungen nicht ganz verstanden. Er springt auf meinen Arm und entreißt mir die Karotte. Dann läuft er schnell davon. Willi, du kleiner Giftzwerg. Jetzt reicht's. Hinterher! Wo ist der? Oh, Wenki ist auch da. Sie essen gerade die Karotte. Okay, das hat geklappt. Oh, du bist... Danke. Hm. Wenn ich gewusst hätte, dass du uns so etwas schenkst, wenn wir gemein zu dir sind, wäre ich noch schlimmer gewesen. Na, danke. Täusch dich da mal nicht, das ist kein Geschenk. Ich wollte euch nur zusammenbringen. Oh, ja, stimmt. Uns zusammenbringen? Warum das denn? Du musst jetzt auch nicht übertrieben viel Mühe geben, ne? Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ja, wegen eurem Spiel da. Oh, wer sagt das? Ich habe keine Ahnung. Beide gleichzeitig. Okay. Komm, wir sagen gleich. 1, 2, 3. Oh! Ihr Grinsen verspricht nichts Gutes. Oh. Das war eher so ein böses so. Oh. Du möchtest also ein Spielchen machen? Okay, das wird lustig. Es gibt allerdings einige Regeln, damit du nicht übers Ohr haust. Okay. Also. Wenn einer von uns... Also einer von uns wird immer... Einer von uns wird immer die Wahrheit sagen. Und der andere lügt immer. Wenn du verlierst, musst du eins meiner Schokoladeneier essen. Keine Sorge, sie sind nicht vergiftet. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Also... Wie ging das Rätsel nochmal? Ich hab's vergessen. Okay, das wäre noch schöner. Lass mal weitermachen. Da musst du herausfinden, wer lügt. Und wer die Wahrheit sagt, sonst hast du verloren. Bis hierhin sieht es ganz einfach aus. Und weil du ja wissen möchtest, wer Charlie den Streich gespielt hat, musst du außerdem herausfinden, wer die Hühner gestohlen hat und wer ihnen Körner zu fressen gegeben hat. Sonst verlierst du ebenfalls. In Ordnung, ich muss also herausfinden, wer lügt, wer die Hühner gestohlen hat und wer die Körner gefuttert hat. Und du darfst insgesamt nur 3 Fragen stellen. Nur 3? Immerhin sind wir nett. Eigentlich müssten wir ja böse sein, aber weil du uns die Karotte geschenkt hast, sind wir mal nicht so. Geschenkt? Du hast sie doch einfach benied. Noch was. Du kannst jede Frage nur einen von uns stellen. Oh, komm. Alle 3 Male musst du entscheiden, wen du fragen möchtest. Das sind aber ganz schön viele Regeln. Ein Spiel macht ohne Regeln keinen Spaß. Sicher, aber trotzdem. Und, bist du bereit? Ja, selbst wenn ich verliere, muss ich ja nur ein Schokoei essen. Es gibt wirklich Schlimmeres. Nein, könnt ihr die Regeln vielleicht nochmal wiederholen? Ich bin nicht sicher, dass ich alles verstanden habe.
Wir haben falsch verstanden, oder? Ja. Okay, es geht los. Und vergiss nicht, einer von uns sagt immer die Wahrheit und der andere lügt. Was ist das, eine Frage? Wähle deine Frage aus. Oh, wer sagt die Wahrheit? Wer hat die Hühner gestohlen? Ist der Himmel blau? Ah, genau, bei Redestär war doch auch dieser Vorschlag. Frag doch einfach, ob der Himmel blau ist. Ja? Aber ich weiß nicht. War das noch so? Das war aber nicht das Rätsel, das hat man bloß vorgeschlagen. Und in Wirklichkeit war es, glaube ich, hat man gefragt, wer lügt, oder hat man gefragt, wer sagt die Wahrheit? Und dann sagt der, was war's hier? Der lügt, sagt dann ja. Und der nicht lügt, sagt dann ja. Das hilft ja nichts, deswegen ist der Himmel blau, ne? Und wem möchtest du die Frage stellen? Ach, das habe ich jetzt von dir, egal jetzt. Ist das jetzt irgendwie entscheidend? Ich habe keine Ahnung, nimm einfach... Wanky. Nein. Okay, lügt. Er lügt. Lügt. Okay, doch, er ist blau, also ist er der Lügner. Was ist deine zweite Frage? Wer hat die Hühner gestohlen? Wer sagt die Wahrheit? Also er sagt immer die Wahrheit. Ne? Oder? Dann können wir doch fragen, wer hat die Hühner gestohlen, dann ihn fragen. Ja. Wisst ihr, wer die Hühner gestohlen hat? Wisst ihr, wer die Hühner... Macht das jetzt einen Unterschied, Emma? Nein, nimm das A. Nimm A einfach. Okay. Willi heißt der, ne? Ja. Ne, was? Nicht markieren. Ich. Okay, also er hat die... weil ich weiß, wer der Lügner ist, weiß ich jetzt auch, wer es war. Ja, er ist der Lügner. Seinem Gesicht nach zu urteilen, bin ich wohl auf dem richtigen Weg. Okay, wähle deine letzte Frage. Wer hat den Hühnern die Körner gegeben? Und Willi. Ja, wieder Willi. Es ist Wanky. Weil ich weiß, wer lügt, weiß ich jetzt auch, wer es war. Ist doch voll einfach. Super, ich habe herausgefunden, wer was getan hat und wer der Lügner ist. Und dein Urteil, wer hat die Hühner gestohlen? Das war Willi, ne? Ja. Genau. Richtig. Entschuldigung. Bin ich nicht gewohnt. Das kein Problem. Ja, super. Freu dich nicht zu früh. Wer hat ihnen die Körner gegeben? Wanky, ne? Ja. Auch richtig. Jetzt muss ich Ihnen nur noch sagen, wer der Lügner ist. Und wer ist der Lügner? Wanky. Wanky. Du hast einfach nur Glück. Das ist alles. Das war voll einfach. Ja. Ihr hattet recht, das Spiel war lustig, vor allem, weil ich gewonnen habe. Schön für dich. Dann geh gleich mal zu deinem Charlie-Chatz. Du Petze. Oh, ich habe gerade ein ganz böses Wort gelesen. Was denn? Anstatt Petze. Das mit F. Ah, okay. Ja. Ich wollte es vor... Ach du Scheiße, nee, ich glaube nicht, dass das hier drin vorkommen würde. Ihr hättet einfach eure Dummheiten lassen sollen. Gut, dann kann ich jetzt zu Charlie gehen und ihm alles erzählen. Er freut sich bestimmt. Yeah, wir waren für gut, Mann. Wir haben auch Antworten bei ihm immer richtig und so. Ja. Und, hast du herausgefunden, wer was getan hat? Ja, der eine hat die Hühner gestohlen und der andere hat ihnen die Körner gegeben. Ah, sie stecken also beide mit drin. Tut mir leid. Ich hätte dich zwingen sollen, was von meiner Schokolade zu essen, du olle Petze. Ist schon wieder fast das. Was ist wohl in dieser Schokolade drin, wenn er unbedingt will, dass ich was davon esse? Nach all dem, was du getan hast, wagst du es, dich hier blicken zu lassen, Willi? Warte nur, bis ich dich krieg. Ich weiß, wem jetzt die Ohren langgezogen werden. Willi ist weggelaufen und Charlie rennt hinter ihm her. Ich werde versuchen, sie einzuholen, um zu sehen, was passiert. Ja, Hauptsache schadenfroh, ne? da hinten sind sie. Wanky ist auch bei ihnen. Ich misch mich da wohl lieber nicht ein. Ah, Chrisilla, wir haben dich schon gesucht. Wir? Deine Brüder auch? Ja. Wir haben eine Abmachung getroffen. Sie helfen mir, den Schaden zu beseitigen und ich lasse sie dafür am Leben. Ich frage mich, wer von diesen Brüdern eigentlich der Schlimmste ist. Ich glaube, oder? Ich finde den Rechten. Den Kleinen? Ja. Ich hasse... Nee. Okay, dann sage ich auch der. Ja. Hops, aber nicht selber denken. Sie wirken darüber nicht besonders erfreut. Um uns dafür zu bedanken, dass du uns geholfen hast, diesen kleinen Familienstreit beizulegen,
möchten wir dir jeder etwas schenken. Bitte Outfits, aber das nützt mir eigentlich wenig, weil das ist mein privater Account, nicht mein Let's Play Account. Ja, trotzdem. Oh, das ist aber nett. Bild ansehen. Bild, Bild! Irgendwie lame. Ja, vor allem, weil sie ist ja gar nicht da drauf. So. Ja, ne? Das ist irgendwie mal cooler, wenn die mit drauf ist und mit Outfit und so. Ja, ein Schokoei. Wow. Ah, ich glaube, der schenkt was zum Anziehen. Ah, ich glaube, das habe ich mal irgendwo gesehen. Das ist so eine Hasenohrenjacke oder so. Ah, und bestimmt dieses... Und der hat ein... Irgendwas Goldenes, glaube ich. Mhm. Also, ja, es ist irgendwie kein Datebild. Das ist irgendwie lahm. Ja, das ist echt doof. Na gut, okay, schließen. Aber das von der Weihnachtsepisode war ja auch kein Datebild, aber ja, das war cool, weil man da so auf diesen... Ich fand das voll lame. Da finde ich das hier besser, weil die sehen... Wo man auf diesen Dings geritten ist. Da? Ja, ich fand das lame. Und das cool. Es geht so, ne? Ja, aber da war sie wenigstens drauf. Ja, okay, da stimmt. Das hat einen Bonus, aber da, okay. Ich mag den irgendwie, der ist cool. Ja, ich auch. Der hat rote Augen, ich liebe rote Augen. Oh, echt? Cool. Ja. Wir? Ich wollte dir eigentlich nichts schenken. Du hast gesagt, dass... Weiter. Au! Charlie hat ihm einen leichten Stoß versetzt. Fangen wir mit meinem an. Hier, eins meiner besten Schokoladeneier. Danke, es ist wirklich hübsch. Ich werde es nicht essen, ich lege es auf meine Kommode. Hier, meine alten Anziehsachen. Wie gnädig. Wie gnädig. Ja. Eine kleine Sammlung hier. Ja, aber guck mal, der ist doch, der hat so eine schwule Ader. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Mädchen, ja. Aber der ist cool. Ja, schon. Meine alten Anziehsachen. Sie werden dir nicht besonders stehen, aber wenn ich dir schon etwas schenken muss. Danke. Tatsache. Alter. Das sieht cool aus. Ist ja cool. Jetzt hat die Hose noch an, Moment. Ja. Das stört mich jetzt. Ich bin da ein bisschen. So. So ist gut. Speichern. Ich finde, das passt sogar zu den orangenen Haaren irgendwie. Ja, genau. Oh, das ist süß. Sie sieht zum Anknabbern aus. Mhm. Okay, weiter. Und ich schenke dir ein kleines Küken. Und die Schokolade, die ich dir eben geben wollte. Das sitzen wir dann bestimmt auch auf unseren Kopf, das Küken. Er hat mir das Schokoei hingehalten und mir das kleine Küken auf die Hand gesetzt. Oh, auf die Hand. Oh. Aber dieses Nackt-Outfit, ey. Kriegen wir jetzt. Aber guck mal, das sieht man gar nicht. Das ist so unnötig. Ja, das ist voll buggy, ne? Das können die das nicht mal beheben, das ist doof. Ja. Und ich kann es ohne Gefahr essen? Ja, sicher, probier mal. Ich habe ein Stückchen von dem Ei abgebrochen. Alles um mich herum wurde plötzlich dunkel und meine Augen fielen von selbst zu. Drogen! Bye bye, Chrysilla. Dann wurde alles schwarz und ich bin eingeschlafen. Und danke für alles. Als ich aufgewacht bin, war ich wieder im Wald. Ich lag unter dem Busch mit den wilden Brombeeren und habe ein komisches Kostüm an. Jetzt kommt Iris vorbei. Was machst du denn hier? Ja, los. Oh. Soll ich lesen? Ja. Um Himmels Willen, Chrysilla! Hast du mir einen ganz schönen Schreck eingejagt. Oh, Iris. Warum liegst du denn hier auf dem Boden? Geht's dir nicht gut? Wenn du willst, gehen wir sofort zurück. Nein, es geht schon. Mir geht's besser. Ich muss geträumt haben. Du bist ja komisch angezogen. Sieht aber niedlich aus. Vor allem diese Kapuze mit den Eselsohren. Das sind Hasenohren, Iris. Und trotzdem hatte ich den ganzen Tag über das Gefühl, dass uns ein graues und ein braunes Kaninchen ununterbrochen folgen und sich in den Sträuchern versteckten. Oh, wie süß. Bravo, du hast die Sonderepisode zu Ostern beendet. Okay, jetzt eigentlich nicht wissen. Okay, ja. Egal. Die Episode beenden. Yeah. Beenden. Guck mal, selbst die Episode will nicht, dass wir aufhören. Ja. Beenden. Liegt bestimmt an mir. Beenden! Ey, komm, was soll das denn? Die wollen nicht, dass wir Schluss machen. Aber dein Internet ist doch dufte gerade, oder? Ja, ist eigentlich ziemlich dufte, hast recht. Aber irgendwie will es nicht. Vielleicht mal. Okay. Klappt. Ja, guck mal. Warum hier. Steht da eigentlich nur 64% jetzt? Vielleicht haben wir irgendwelche Gespräche verpasst? Ich weiß es nicht. Das ist auch mal bei den Episoden noch immer so komisch. Ich weiß es nicht. Okay, dann sind wir jetzt hiermit fertig. Frohe Ostern wünschen wäre jetzt ziemlich unnötig, finde ich, weil das ist ja schon irgendwie lange her. Mhm. Und ja, dann schönen Tag noch oder so, ne? Ja. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.